Moin Moin, mein Name ist General Heinrich oder Sergeant Heinrich. Und wir spielen eine weitere Folge von Space Hulk Tactics und mir ist folgender Fauxpas passiert. Man hat gespielt und ja, ich habe glorreich verkackt und nicht zwischengespeichert. Der Strom ist abgeschaltet. Wir können keine Türen mehr öffnen, bis wir ihn wieder einschalten. Er muss irgendwo einen Generator geben. Solange der Strom abgeschaltet ist, riskieren wir, ja, dass uns Genestealer überfallen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren hier vor, ne? Oder ich habe hier irgendeine Mission gemacht. Zerstöre die Rettungskapsel, um Gefahr zu verringern. Machen wir. Schnell einsammeln, aber ich dachte schon weiter. Ich weiß es nicht mehr, verdammt! Du findest den Stromgenerator. Von ihr aus kannst du den Strom wieder einschalten. Du hast außerdem das Sicherheitssystem reparieren und Geschütze aktivieren, um die Bedrohung durch die Genestealer zu verringern. So, schalt mal den Strom wieder ein. Schalt mal den Strom wieder ein und repariere Geschütze. Ja, komm, mach. Zack. Nieder mit euch, Genestealern. Von Flammen verzehrt. Kapitel 9. Da waren wir doch schon hier. Ich weiß es nicht mehr. Aber eins weiß ich. Ich speichere. So. Horde von Flammen verzehrt. Oh, Jage für die Inquisition? Da waren wir doch. Aha. Captain Ubaldo, our orbital defenses detect multiple unknown contacts emerging from the space hulk. Yo. They are savior pods jettisoning from wrecked ships, activated by proximity to a planet's surface. Gene stealers are known to escape from derelicts using such methods. If even a single one manages to make planetfall on Gorgonum, we are lost. Also ich als ehemaliger Tyranniden-Spieler war mir nicht bekannt, dass diese Genestealer Rettungskapseln benutzen. Generell, dass sie Technik benutzen, ist mir eigentlich neu. Aber da bin ich nicht so tief in der Materie. Es gab ja auch den Genestealer oder Genestealer Clan oder sowas oder Fanatiker, die so halb langsam zu den mutieren. Aber wie gesagt, da bin ich nicht im Thema. Your world will be tainted, Fabricator General. I would be forced to order a complete blockade. Perhaps even declare Exterminatus, if the infection spreads. Exterminatus, kurz zur Aufklärung, ist die totale Vernichtung des Planeten. Da kommen irgendwelche Virenbomben runter, machen alles platt. Also jedes, dass überhaupt kein Lebewesen mehr auf diesem Planeten existieren kann. Er wird so zerbombt werden, von verschiedensten Schiffen, keine Chance. I refuse to compute such a possibility. Captain Ubaldo's blood angels may yet still prevail, if he is willing to listen to me. Speak, Inquisitor. A swarm of gene stealers is assembling with the intent to escape the Space Hulk. Under my guidance, your squad could prevent that. This is Dahariel. My squad stands ready. Ja. Unsere Truppen sind bereit. Wir kriegen ein Plasma. Werfer oder eine Plasmakanone, ein Hinweis und 2560 Bauteile. Ja, das ist diese tolle Mission. Hier haben wir gerade die Infomap, das sieht man ganz gut. Hier und hier, das sind zwei Bereiche, die müssen wir wegbrennen. Darum darf der schwere Flammenwerfer darf nicht fallen. Hier haben wir noch die Möglichkeit, diesen Servoschädel mitzunehmen. Und letztes Mal habe ich halt gespielt. Ich habe meinen Sergeant und einen Onkel Doc hier hingeschickt. Hier ist, hier kann man gut schon erkennen, wo die Spawnpunkte der Genestealer sind. Und die habe ich immer blockiert mit meinem Skriptor. Habe die Servoschädel eingesammelt. Aber hier und hier kamen so viele Einheiten, dass ich hier mit meinem Flammenwerfer nicht weiter vorkam. Das hier war mal quasi eingeigelt. Also ich werde jetzt
diesen Trupp nicht mehr trennen. Ich werde sie einfach im Fünfer, im Fünfer-Slot quasi einmal oder hier erstmal hierhin, dahin und dann dahin irgendwie so hinkriegen. Ich würde ihn trotzdem hier blockieren, vielleicht noch mit einmal vorlaufen und hier den Servoschädel schon mal einsammeln, aber hier der Trott bleibt zusammen. Wir haben 20 Runden Zeit, ich sag mal 5, 10, 20, ja, das müsste schon passen. So. Was man auch machen könnte, wir lassen, genau, ich habe hier den Nahkämpfer getestet. Das war wohl noch aus der vorigen Nebenmission. Der war ja nicht schlecht, der gefällt mir besser als er. Er hat ja 5 G-Ziele hintereinander platt gemacht. Und wenn der Doc hinter einem ist, dann heilt er einen. Ich hatte nur mit ihm das Problem, er ist zweimal die Runde gestorben. Und ja. Das ist doof. Hier, er kriegt auf jeden Fall mal eine andere Waffe. So, der Hammer bringt nichts. Finde ich zumindest. Und ich habe keinen Bock mit dem Doc zu spielen. So, zurück. Dich nehme ich raus. Wir brauchen Mr. Flammenwerfer. Nee, das bist du ja gar nicht. Warte mal kurz nochmal zurück. Skriptos drin. Ja, wo ist mein Flammenwerfer-Typ? Ach, ich habe beide die Sturmkanone gegeben, kann das sein? Ja. So, und dann hatten wir noch Module, aber jetzt haben wir keine Punkte für Module. Okay. Will ich diesen dummen Arzt zum Trupp hinzufügen. So, und ja, das mit dir war ein tolles Experiment. Ich hätte jetzt aber doch lieber gerne jemanden, der schießen kann. Und hat Autowache drin. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Haben die anderen was drin, was jemand gebrauchen könnte? Türöffner. Zielsicher. Ein Plus für alle Schüsse auf interaktive, naja. Autowache klingt ganz gut. So, diesmal werden wir so versuchen. Und dann muss ich nur überlegen, wo packe ich den Flammenwerfer hin. Am Anfang kann er ja gerne in der Mitte bleiben, geschützt bleiben. Und wir können ja mit den beiden hier vorarbeiten. Er kann hinten Wege blockieren. Das machen wir so. Wie gesagt, Trupp aufteilen. Ich war sofort umzingelt und ich habe es nicht geschafft. Man hatte immer diese Kreuzungen. Und ich kam einfach nicht zur Kreuzung, ohne jemanden zu verlieren. Sie kamen von vorne, von links, von rechts. Und ich müsste rein theoretisch genug Bewegungspunkte haben, um einen rechts zu schicken, einen links zu schicken. Und die müssen noch Bewegungspunkte haben, damit sie links und rechts töten können. Und dann ist der erste Weg frei für die Leute, die dahinter sind und schießen können. Ja. Ja, ich kürze das hier mal. Ja, es ist eine sehr gefährliche Umgebung. Also der Plan ist vom Skriptor ist ganz einfach. Wir haben hier, es ist ein Ork-Level und hier sind Munitionsbereiche. Ich sehe zwar keine Munition, aber ist egal. Wenn wir jetzt das hier abfackeln, soll es ein, zwei Detonationen geben, die so stark sind, dass das Ork-Schiff vom Space Hulk getrennt wird und dann nicht auf diesen Planeten einschlägt. So, aber die planetare Verteidigung, die heult ja gerade rum, dass halt die Symbionten halt die Möglichkeit haben, dann die Rettungskapsel zu benutzen. Und das finden die nicht so doll. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit dem Skriptor Punkte kriegen. Vielleicht den doch mal weiter nach vorne. Den Skriptor. Wenn wir eine Karte kriegen, dass wir mit den Punkten machen können, dann sollten wir dies auch tun. So, Start. Na, lass mich aus dieser Ansicht erstmal raus. So, da kommen schon die ersten 4 Signale. Wir haben hier erstmal eine Runde Zeit. Das heißt, mit den Süßen hier
Aber wir kriegen hier nichts richtig hin, ne? 2 AP, 2, das ist alles. Lauf. Weil er kann ruhig vorlaufen, er muss ja eh erstmal hier rein den Servoschädel holen. Da gehen ja auch Bewegungspunkte wieder flöten. In der Zeit können die Jungs aufschließen. Quasi. Und so ein großer Abstand ist es jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, letztes Mal habe ich sie getrennt und das war mein Fehler, glaube ich. Ich habe es zwar schon gesagt, also wie gesagt, Sergeant, Onkel Doc waren hier, sind schnell hin, haben das hier geholt und waren dann, hatte ich keine Punkte mehr, um hier diese, diese Tür oder den Weg zu versperren. Und als sie gerade los wollten, kamen von hier welche. Und ich hing mit diesen Leuten, ihr glaubt's nicht, hier noch im Gang. Ich habe versucht, hier jemanden rumzukriegen. Dann wurde ich von hinten angegriffen, dann musste er sich wieder umdrehen. Dann kam von hier und da, und dann kommt von da welche. Ach, das war richtig stressig und ich kam nicht weit. Ich habe nach und nach die Leute verloren. Und darum muss ich seit langem hier das erste Mal mal wieder das Level von vorne starten. Darum habe ich auch nicht zwischengespeichert, glaube ich, weil es war ab und an mal knapp, dass ich mit einem gerade so überlebt habe, aber ich habe es immer geschafft auf den ersten Anhieb, ne? Und jetzt kriege ich hier voll von den Jeans-Dealern einen auf die Fresse. Ist ja schön, wenn dann halt auch mal die Schwierigkeit steigt, aber man will es doch irgendwie schaffen. Na, wo kommen denn die nächsten raus? Wo wird es noch interessant? Ah, hinter uns. Wir können hier mit dem letzten Mann den Gang erstmal. Ach nee, es ist. Brother Sergeant, I hear the ghost voices of the wolves again. A fallen Space Marine is close by. Seek him out if you can. Ja, mach ich, Hagios. Understood, Brother Librarian. Sergeant, verstanden. What would you have us do? Your orders are simple. Stay alive, destroy the Xenos. Go now! Ja, das sagt er so leicht. Was er vergessen hat zu erwähnen, es kommen sehr, sehr viele. Er ist halt eine Hohlbirne, ne? Ich glaube, das ist auch eine Mission, wo einfach nicht steht so, hey, es kommen nur 20 Gegner oder so. Nein, es kommen viele. Es kommen viele. So, und die können ihn quasi auch demnächst schnappen, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Können wir noch kostenlos die Tür öffnen? Nein, wir können kostenlos schießen. So können wir auch die Tür öffnen. Dann haben wir das Thema. So, haben wir jetzt schon eine Skriptor-Karte. Das wäre echt jetzt super. Nö, haben wir natürlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, machen wir mal die Skriptor-Ansicht. Wir sehen Feinde da hinten. Eine Taschenlampe reicht aber nicht so leicht. Heller weit. Entschuldigung, verschluckt. Einen Schritt nach vorne gehen, visieren, Feuer. Einen Schritt nach vorne gehen, visieren, Feuer. Oh, die leben doch immer noch. Ihr Schweine. Einen Schritt nach vorne, Feuer. So, jetzt müssten wir schon an der Kreuzung Ecke sein, genau. Komm mal einmal nach vorne, Feuer. Gut, dann freu dich dein... Jetzt habe ich nichts gemacht. Warum hat er auf einmal 4? Nee, gar nicht. Ja, er zeigt aber nochmal 4 an. Egal. Ich dachte gerade, ich habe nochmal... Ach so, ich wechsle hier mit Tab. Ah, ich will hier raus. So. Dann hat er da nochmal einen Punkt zum Spawnen gehabt. Ich habe vergessen, warum kann man da direkt drauf spawnen? So, laufen. Nächste Runde sind die da. Und ich möchte ihn am liebsten hier stehen lassen. Ich mach's erstmal nicht. Wir wollen so schnell wie möglich in diesen Gang rein. Dann kann er sich gerne umdrehen und von, dann gehen wir hier eine Linie mal lang und er kann von hinten immer schön wegholzen. Das können wir ja gerne machen, ne? Aber vorher bleibt der... Bleiben wir nicht hier stehen. Die können erstmal die Türen öffnen. Da haben wir auch so einen schönen solchen Jeans-Dealer. Wie hießen sie? Maxima.
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Namen vergessen. Ich mochte sie nicht. Weil es einfach, ja toll, die machen, können ein Feld blockieren mit Säure. Super. Also das kann mich jetzt immens stören und das haben sie auch letztes Mal gemacht. Aber vielleicht kriegen wir es diesmal auch anders hin. So. Oh mein Freund, du kannst dir das schön mal holen, das Teil da. Hol das mal, ja. Gib das. Hervorragend, du bist mein Held. So, dann haben wir da schon was im Visier. Ich würde jetzt sagen, er macht auf, egal. Er kommt eh von hinten. Das ist schon der Flamer, ne? Flamey Boy. Mit dem dürfen wir auch nicht so oft schießen, glaube ich. Wir gehen mal mit ihm hier hin. So, dann kriegst du noch mal. Was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, ist, wenn man so eine Karte hat, dass er pro toten Gene-Stealer ein oder zwei, drei Punkte kriegt, dann funktioniert das auch beim Abwehrfeuer. Das heißt, wir können erstmal spielen, töten und wenn wir dann noch so in diesen Abwehrmodus gehen und es kommen dann noch Feinde in der nächsten Runde der Gene-Stealer und sterben, werden die Punkte aufgerechnet. Das ist wichtig, finde ich, zu wissen. So, wir sparen die Munition. Yes, so, du kannst ja mal einen Schritt nach vorne gehen. Tu mal was für dein Geld und schieße. Na, hast du hervorragend gemacht, du Flitzpiepe. Na komm, wir können nur bis dahin gehen. Kannst du nochmal schießen. Bist ein Held. Kannst nicht schießen. Fantastisch. Deine Mutter ist stolz auf dich, du Sergeant. So, dann machen wir das ähnlich hier. Schritt. Feuer. Schießt auf die Decke und vor Schreck, seht ihr das? Vor Schreck stirbt der Gene-Stealer. Wahrscheinlich prallen die Kugeln an der Decke ab, stoßen wieder runter und zerfleddern ja die Leiche. Na, also. Oh, ich hab noch. Ach, scheiße. Der ist kalt. Fuck. Nein, Bruder, der Kaffee ist kalt. Er ballert ja immer noch. Hör mal auf da. Kannst es auch übertreiben, mein Freund. So, dann reimen wir uns da schon mal aus. Überlegen wir mal. Er kann 6 gehen. 1, öffnen. Das sind schon mal 2. 3 dahinstellen. 4, 5, 6. Er kommt nicht an. Super, das heißt, wir können nächste Runde uns hier locker drehen und hier rückwärts immer langlaufen und ballern. So, der kann nochmal blockieren. Er hat hier 3 Plips. Da ist einer, da ist einer. Da ist gerade keiner in Reserve. 3 Gegner haben wir vor uns. Puh. Gut, spannend. Das war jetzt schon Runde 3. Und wir sind, ja, noch nicht bei der ersten Hälfte des Ziels. Was man vielleicht auch machen könnte, ist durch dieses Gebiet gehen und dann erst flambieren. Ich überlege noch, wie ich das gleich mache. Ich bin mir noch ziemlich unsicher. Skriptor, tu was! Gut. Hauptsache, du hast keine Ladehemmung. Böser Skriptor. Das haben sie letzte Runde aber auch gemacht. Dann quasi umzingeln, ne? Wenn du rum bist, dass dein Abwehrfeuer nicht mehr reicht, boah, wirst du quasi eliminiert.
So. Haben wir jetzt eine Karte für ihn? Oh, ist das schön. Die spielen wir. Na, dann freut er sich. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen einfach mal mutig, wie wir sind. Dahin. Haben wir was im Visier? Hm. 3 Punkte kann er noch kriegen. Versuchen wir den einen mal zu töten, um Punkte zu kriegen. Feuer. Ist das nicht schön? 1 Punkt haben wir schon mal. So. Also umwandeln. Und dann können wir auch quasi... Kann er schon mal wieder zurück? Ah, es passt doch noch nicht ganz, wie ich es dachte. Understood. 1, 2, 3, 4, 5, oh. Das ist doch blöd. Was habe ich jetzt nicht geguckt? 1, das sind 5. Er kommt an. Scheiße. Overwatch. Puh. Und dann brauchen wir nochmal den Lord Scriptor. Hier kommen wir ja mal wieder zu. Weiter. Und sollte der Flammenwerfermann fallen, ist die ganze Mission gelaufen. Er läuft nicht. Er hat Angst. Oh, los. Versucht's doch. Er hat den Weg zugemacht? Was ist das für ein Jeans-Dealer, ey? Nee, er hat ihn aufgemacht. Okay. Ja, wir kommen nicht weiter. Karte ist verwirkt. Tja, jetzt den Flammenwerfer in zweiter Reihe wäre toll. Weil dann kriegen wir sie nur links und rechts weg. Ah, doch scheiße. Das Problem ist, wir haben viel zu wenig Aktionspunkte. Versuch's. Die, Zenos! Fire! So, haben wir noch welche? Komm her. Zenos detected. Okay. So, wir haben jetzt Abwehrfeuer. Das kann jetzt, könnte jetzt der letzte Zug vom Scriptor sein. Ich könnte ihn nur von hinten decken. Dann kommt der Flammenwerfer. Dann kommt er. Und jetzt müssen wir tricksen. Ich habe nur 2. Jetzt haben wir ein Feld mehr gekriegt. Ach, eins weniger sogar. Wir haben die Seitendinger verloren. Er kann sofort dahin gehen. Wir haben nur einen Versuch. Das ist noch schlechter. Gut, mal gucken, was uns wegschnitzeln. So, auf jeden Fall, wenn alle überleben, muss er... Er hat ihn erwischt, super. Ich hoffe, wir blockieren auch den anderen Aliens den Weg. Okay. Mein Plan ist jetzt, er geht voraus, bis hierhin. Er
Er hier macht den Weg hier dicht. Die mittleren müssen durch. So. Aber wir haben jetzt ja keine Eile, ne? Wir können ja mal gehen. Und dann würde ich hier schon sagen... Klatsch, bum, batsch. So. Er hier geht einen Schritt. Müsste aufploppen. Tut's. Ist nix. Fehlsignal. So. Jetzt haben wir ein... Ja, das hilft uns nicht. Mal die Karte umwandeln, damit wir den Gang da frei halten. Ich halte da noch ein bisschen Abstand. So, ja. Der kann doch schneller gehen, als ich dachte. Scheiße. Wieder Weg blockiert. Runde 6 schon. Wir kommen hier nicht voran. So. Ich riskiere es mal komplett hier hinzulaufen. Das geht auch nicht. Oh. So. Ich weiß nicht, wie lange die Säure bleibt. Die haben keinen Punkt mehr. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, da wird der Gang voll. Aber wir sind vorbeigekommen. Und wir brauchen nochmal eine Karte mit dem Skriptor, damit er Punkte kriegt. Nein! Muss ihn töten! Ich hab doch nicht den ganzen Tag Zeit für euch. Laufen. Sehen wir den? Nein. Laufen. Sehen wir ihn? So. Wie wär's, wenn du mal Blei schluckst? Nee! Der da hinten interessiert mich nicht. Genau der. Feuer. Ja, das ist schon mal scheiße. So, du gehst einen Schritt nach vorne. Gratisschuss. Zerleg ihn. Dann Feuer nochmal. Feuer. Willst du mich verarschen? Feuer. Geht doch. Muss ich ihn immer erst meckern. So, ich gebe noch keine Punkte. Keine, ich spiele noch keine Karte. So, er muss ja nur mal kurz rein Luki Luki machen und das war's. Er hat ihn da nicht gekillt. Das heißt, wir brauchen da Punkte. Er hat hier zu wenig Punkte. So, er geht einen Schritt. Feuer auf dieses Vieh, was mir auf den Sack geht. Ach, super. Wenigstens einer hat mal hier mitgearbeitet. Und dann war es auch noch hier Lord Puparsch. So. Unser Sergeant, der im Nahkampf nichts hinkriegt. Er ist jetzt ganz wichtig. Der darf gar nicht fallen. Der deckt unseren Rückzug. Macht den Gang frei. So. Ah, wir hätten sogar einmal schießen können. Dürften wir doch eigentlich immer, oder? Wir sind einmal zurückgegangen. Und verlieren wir jetzt den Gratisschuss. Ist ja eklig. Ja. Dann. So. Darf's nochmal. Geht doch. Muss ich immer ja schimpfen. So. Nächste Runde kann der Flamer arbeiten. Und wir machen hier erstmal nur... Absicherung. Oh, Runde 8 haben wir schon. Triff doch mal! Guter Mann! Da ist auch eine Sau. Tot, super. Da kommen noch mehr. Ja, zeig mir doch nicht jede Bratze da. Super. Weiter. Ich liebe dein Bolt. Ah, schieß doch richtig. Super. Super.
Das ist doch Musik in meinen Ohren. Für den Imperator. Für die Blood Angels. Kill ihn. Super. Weiter. Das ist jetzt der neue Teppichboden à la Jeans-Dealer. Jetzt bei Ikea. Kaufen. Gibt auch in anderen Farben. In Levitan oder andere Orden fallen mir gerade nicht ein. So. Aber wir brauchen Punkte für den Skriptor. Oh, ist das schön. Jetzt können wir hier einmal 2 Meter gehen. Du, Lord Skriptor, hast jetzt einen Gratisschuss. Und da wollen wir halt auf dieses Fieder. Schießt daneben. Ja gut, ist nicht so schlimm. Hauptsache, sie kommen nicht mehr. So. Das heißt, wir haben da einen Punkt zu wenig. Umwandeln. Einmal bitte Feuer. What was that? Your men triggered an explosion with their flamer, detonating an Orc ammunition magazine. Squad, situation report. Hi, Captain. We are intact and proceeding toward the next target. There are multiple heat sources in your area. Those fires may block your progress. Ja. Jetzt ist das auch voller Schrott. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer ist schlauer gewesen, vorher durchzugehen. Aber ist ja egal. Wir ziehen die hier wieder zurück und gehen zusammen als Gruppe weiter. Machen wir den Gang da auf. Will er nicht? Die ist hart, die Tür. Gut. 2 Felder hast du. Hier haben wir noch weniger. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mit ihm... Ach, wir haben schon Punkte ausgegeben. Scheiße. 2, 3 mit Drehung. Das ist doof. Dann muss er so überleben. Ich weiß nicht, ob das mir hilft oder lieber den Jeans-Dealer. Werden wir gleich sehen. Wenn er tot ist, ist er tot. So, das ist mein Held der Arbeit. Scheiße, der muss nachladen. Oh, Backe. Aber sowas von oh, Backe. Mal kurz so rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot. Ja, ne? Dann tut's mir leid. Du kannst dich nur zurückziehen. Er hat echt seine komplette Munition verballert. Und wir haben keine Viererkarte. Im Gegenteil, wir haben auch keine andere Karte. Flammen und... Ziel auf einem Terminator. Im nächsten Zug erhält er Wache. Keine Ahnung. Mach's einfach mal. Hey, du hier. Mehr habe ich nicht zur Auswahl. Nur die können Wache kriegen. Ah, gut, dann kriegt er es. Puh. Habe ich schon erwähnt, dass das Skriptor Punkte braucht. Runde 8. Oh ne, im Gang sind gleich 2. Bitte, bitte, komm, schieß! Bruder! Halt den Nahkampf aus! Och, du inkompetentes Drück... Scheiße! Ja, wer hält mir jetzt da den Gang frei, bitte? Lord Skriptor, ja toll. Er braucht wieder 3. Einmal gratis schießen. Ja, nicht auf das Pilzvieh, sondern darauf, genau. Er hat auch schon getroffen, ey. Nochmal. Feuer. Gut. Aber nächste Runde kommt da das nächste Drecksvieh.
Die bewegen sich Gott sei Dank nicht, aber er kann auch nicht mehr schießen. Gut. Ja, die haben sich auch nicht bewegt. Fantastisch. Dann laden wir hier mal nach. So, und das war schon seine Runde. Hahaha. Ha, ha. Aber es ist wenigstens keiner gekommen. Jetzt könnten wir, da ja von da keiner kommt, wisst ihr was? Machen wir das hier. Jawohl. Darfst ihn auch gleich die Fresse polieren. Oh, das gibt's noch nicht. Aber wir haben jetzt eine tolle Karte. Von der Plasmakanone. Wir wandeln die jetzt um. Das haben wir noch nicht gemacht. Das heißt, Feuer. Super. Super gemacht. Bisher haben wir nur... Da ganz oben können auch welche kommen. Da ist auch schon einer da. Ja. Hahaha. Ich würde sagen, du machst erstmal das. Wenn da einer kommt... Oh, da ist noch einer. Vielleicht kriegen wir den noch mit. Sergeant, du gefällst mir besser mit deinen Stormbolter als mit deinen Hammerchen. Wollte ich mal gesagt haben. So, weiter. Jetzt müssen nur schnell das Skriptor und... Oh, er ist da. Oh, Backe. Oh, mein lieber, lieber, lieber. Oh. Jetzt kommen sie von da oben, ey. Es ist so ätzend. Ja, das Tolle wäre jetzt, wenn wir hier noch einen zweiten Mann hätten, der nämlich hier noch überlebt hätte, dann wäre das mich voll aufgegangen. Und dann hätte er mich in diesen Gang reingehen können, den beschützen können, und der andere beschützt den anderen Gang schon mal und ballert sie da weg. Aber das ist genau der eine, der uns fehlt. Und ihn können wir jetzt hier nicht abziehen. Im Gegenteil, er muss feuern. Er muss feuern und nochmal treffen. Ah, das ist nicht gut. Ah, Bruder, was machst du? Ja, das Skriptor kommt zu spät. Und wir werden jetzt gleich einmal zurückgehen. Es ist noch zu wenig für den Mr. Flamer, aber anders geht es nicht. Wir brauchen jetzt die Karte 2 Runden Flame. Und können wir hier den Gang, da wo das Drecksviehpack ist, genau, haben wir gleich ein, zwei getötet. Zwei Runden braten wir da am Barbecue und dann könnte er jetzt in den nächsten zwei Runden laufen. So, jetzt müssen wir überlegen, was ist schlimmer für ihmchen hier. Wenn sie da kommen, 1, 2, 3, ja, das, komm an, wenn hier schon 6 sind. So, was ist hier schlimmer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Vielleicht klappt das ja eine Runde noch. Das heißt, so, dürfen wir noch eine Karte umwandeln. Der nächste Nahkampf wird ein Erfolg und Ziel auf dem Terminator plus 4 Aktionspunkte. Okay, dann wandeln wir die um. Und das funktioniert auch. Das heißt, Feuer. Wir durchlöchern den Genestealer. Er hat noch 7 Schuss bis zum nächsten Nachladen und geht hier auf Watch. Overwatch, genau. Und dann gib Gas. Runde 10, Halbzeit. Wir haben noch 10 Runden, aber irgendwie bin ich noch nicht überzeugt mit meiner Leistung hier und mit der Leistung meiner Blood Angels. Es wäre einfacher gewesen, wenn... Ah gut, er brennt weg. Schön. Es wäre einfacher gewesen, wenn wir vielleicht 2 Leute hätten. Nee, gar nicht. Das ist voll doof. Wenn wir 2 Leute mit Flammenwerfer hätten. Weil der andere hat ja gerade den Gang so perfekt freigehalten. Ja. Was wir beruhigen, wäre ein zweiter Skriptor diese Runde. Definitiv. Statt den Sergeant noch ein Skriptor und gut ist.
So, das brennt noch. Lauf. Wie weit sind sie? 1, 2, 3, 4, 5 öffnen, 6 hingehen. Gut, das sollte... Ich gehe trotzdem mit ihnen einen vor. Zack. So. Mit dir gehe ich 2 vor. Oh, warte mal, wir können ja gratis schießen. Auch der Skriptor kriegt die Tür nicht auf. Alter, wenn die jetzt dauerhaft verschlossen ist, ne? Dann dreh ich aber am Schuh, du. So, dann können wir eine Karte opfern. Naja, die will ich noch nicht opfern. Und die ist eigentlich auch ganz toll. Und, ach, ja. Jetzt müsste er aber bis dahin kommen. So, eine Runde haben wir noch Glück. Das Tolle ist, jetzt kann er hier hingehen. Und quasi dann hier hingehen, nächste Runde, dass wir dann, ja, diesen Teil nicht mehr bewachen müssen. Das ist doch schon mal nice, oder? Was sagt ihr? Wenn ihr es anders seht, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche gerade wirklich händeringend diese Mission noch irgendwie zu gewinnen. So, das war unsere Nummer 11. Runde. 9 haben wir noch. Und ich kriege gerade eine Anschreibe. Ja, ich komme gleich zum Spiel. Aber erst muss die Aufnahme hier fertig werden. Ne, hab schon geschrieben. Bruder, weiter, weiter! Für die Blood Angels, Mann! Für diese Leute auf diesem Planeten! Für die Fabrikwelt! Ah, der geht rum. Diese Ratte. Wenn sie auf den Gängen bleiben, wäre mir lieber. So. Ach, ich sehe das nächste Problem. Aber hier haben wir gerade keine Feinde, ne? Das dauert noch. Hier seht ihr das? Da hat ja jemand was liegen gelassen. Jetzt müssen wir das holen. Oh. Warum ist er down? Hat er keine Munition mehr? Ist er traurig? Hat seine Mama ihn verlassen? Ich weiß es nicht. So, ja, schieß mal. Die müssen einfach sterben. Alle auf dem Haufen da. Feuer. Ah, scheiße. Ja gut, dann haben sie jetzt die Möglichkeit, dich zu töten. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne Aktionspunkte für... Von hinten kommt ja nichts, habe ich gesagt, ne? Ne, ist alles zu weit weg. Ich würde jetzt Aktionspunkte für den Skriptor ausgeben. Karte spielen und... Lord Skriptor. Dann hat er jetzt 8. Können wir jetzt ganz bequem hier hinlaufen. So, wir können die Tür öffnen. Gratis schießen. Na, er duckt sich gratis. Dann haben wir noch 3 Aktionspunkte. Jetzt muss er aber sterben. Nein, tut er nicht. Das mag ich nicht. Ah, das ist dieser Scheiße von Bulwark. Oder wie das Vieh hieß. Was mehrere Schüsse aushält. Und es lebt noch. Umwandeln. So. Ja, das ist der. Warum hast du die Punkte nicht, mein Freund, Bruder? Okay. Jetzt haben wir aber keine Punkte mehr. Scheiße, ein zu wenig. Ach, Mann, oh Mann. Einer fehlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot. My salvation is my reward. Weißt du was? Dann mache ich wieder die Tür zu. Ganz einfach. Hier. Zack. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit hingehen. Haha. Nimm das, KI. Ah, jetzt habe ich keine Karte für ihn und ich habe es extra aufgehoben. Verdammt. Dann braucht er nächstes Mal auf jeden Fall die Karte.
damit er mehr Erfahrung, Punkte kriegt, um herzukommen. Oder um hauptsächlich nachzurücken. Ja, mach's nicht so spannend. Ach, er dreht sich auch wirklich dahin. Und ich habe mich verrechnet. Ja. Aber der Skriptor lebt noch. Bei Terra. Er lebt noch. Und Sergeant, triff doch mal. Ach, gut. Ach, ich bin gerade so mittendrin. Ihr glaubt's ja gar nicht. Da kommt gleich noch einer. Feuer, Feuer. Bolter-Munition gibt's hier gratis. Diese kleine Saubande. Na gut, es kommt so von hinten. Ah, da war ja mit zu rechnen. So. Ja. Oh, Skriptor-Time. Wir haben die Karte. Die spielen wir aus. Oh ja. Das ist wieder so ein normaler. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich die Karte. 4 Punkte haben wir jetzt. Ach, Scheiße, kann sie gebrauchen. Ich gebe ihnen nochmal welche. So. Jetzt macht es aber langsam Sinn, dass wir mal einen Schritt gehen. Taking a position. Dann haben wir einen Gratisschuss. Oh, der muss sterben. Ich brauche Punkte, ey. So. Das ist doch schon mal nice. Dann kann er noch ein Schrittchen gehen. Da hinten ist nichts. Und wir kommen unser Ziel näher. Oh, bin ich gespannt, ey. Ihr wisst es ja gar nicht. Der Sergeant hat bisher seinen Job eigentlich gut gemacht. Ich lasse ihn auf dieser Position. Der Haufen von toten Feinden wird hier immer mehr. So. Und jetzt muss er nur überleben. Ah, es wird knapp. Ich gehe das Risiko ein. Und die Punkte, wir haben jetzt 10 Punkte. Ist das nicht geil? 10 Punkte? Ich finde das geil. Die Karte kam richtig gut zur richtigen Zeit. Das heißt, wir können jetzt 5 Portale machen. Wir können das jetzt so machen, dass von vorne keine Feinde kommen. Das machen wir auch. Und dann sprinten wir jetzt mit den Flammenwerfer einfach vorne. Und dann haben wir es gepackt. Dann habe ich diese Mission gepackt. Yes! Jetzt muss der Sergeant nur überleben und der andere muss unseren Rücken decken, dass wir Zeit kriegen. Los, Sergeant. Noch kein Feierabend. Ladehemmungen. Der hat Ladehemmungen. Bei Terra, du dummer Horst. Wie kannst du Ladehemmungen haben? Er konnte nicht weiterschießen. Bolter war alle. Keine Munition mehr. Och Mensch, doch nicht jetzt. Tu mir das doch nicht an. Und ich habe das gerade hinten richtig berechnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Griptor kann noch mehr Punkte machen. Aber wir laufen weiter. Straight nach vorne. Mr. Flammy hinterher. So, ja. Das hast du toll gemacht, Sergeant. Warum hast du Ladehemmung? Lad doch mal deinen Bolter. Pflegst du deinen Bolter nicht? Hm? Er trifft nicht. Ah, jetzt trifft er. Da puppt sich auch einer raus. Och, gleich 2. Das gibt's doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis zum Spawnpunkt. Das überleben wir nicht. Ja! Dann dreht er sich einmal um. Und er hat den Servoschädel. Der darf gar nicht fallen. Der muss überleben. Oh. Hier war keiner. Oh, wir müssen unbedingt da rein. Unbedingt.
Ja, was machen wir mit dem Sergeant? Wir wandeln um, komm. Feuer. 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 Oh, er hält's aus. Scheiße. Feuer. Jetzt ist er tot, aber wir haben zu wenig Punkte. Nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wird gut, Jungs. Das wird gut. Nur Mut. Ach, ich habe vergessen zu blockieren. Scheiße. Ah. Ich hätte mit dem Skript dann noch sicherheitshalber halten können. Es kommt da mit dem Plips entgegen, aber wir können... Er hat schon wieder Ladehemmungen, das gibt's doch nicht. Okay, das war's. Und der geht beiseite. Oh, scheiße. Der Imperator wird sich auf seinen Thron noch hier umdrehen, ey. Oh, der kommt von hinten und das war's. Oh. Geh mir nicht in den Weg. Ah, er ist im Weg. Oh. Die Nebenmission wird fallen. Die kriegen wir nicht. Er ist umzingelt. Was soll er machen? Er kann nur eine Seite abdecken und von drei kommen Feinde. Weil das wird ein... Das wird nichts. So. Was wir machen können. Wir können ihnen 7 Punkte geben. Hoffentlich reicht das. So. Geh da hin. Kannst ja gratis. Good. Use your flamers on the directed target. Ja, weiß ich. Nerv nicht. Habt ihr gerade keinen Nerv zu. So. Kannst du noch die Tür öffnen? Okay. Jetzt wandeln wir eine Karte um. Und brenne diesen Scheißraum wieder. Und jetzt bitte. Oh, geil, mit Animation. Mein Held und meine Maus aus dem Weg. Burn, baby, burn. Sergeant Tahariel, we are detecting a massive conflagration. What is your status? It worked for the captain. The entire compartment is on fire. Access to savior pods has been cut off. Ja! Geil! Das freut mich, weil ich hier wirklich kläglich versagt habe. Und ich sah es eigentlich schon kommen, dass wir wieder versagen. Oh, Gott sei Dank. Wir hatten den einen Bruder, der zu früh gegangen ist. War einfach zu wenig Felder, da, die er überwachen konnte. Da hat er keine Chance gehabt. Und der Sergeant hat echt gut gekillt. Also besser als mit seiner Nahkampfwaffe. Er hat zwar zum Schluss zweimal Ladehemmung gehabt oder konnte kein Abwehrfeuer mehr geben. Ich denke mal, die haben da Ladehemmungen. Aber er hatte reichlich mit seinem Bolter gekillt. Das muss man sagen. Und ja, wir haben jetzt eine Plasmakanone. Ich bin mal gespannt, wie die sich spielt. Und holla die Waldfee. Aye, but we must move swiftly, or this diversion will jeopardize the whole mission. My mind! The pain! Brothers! Intense psychic activity from the brood! Bombarding my thoughts! Okay. So, jetzt wird's hier spannend. Da haben wir ja viel zur Auswahl. Wir haben hier... Ah, das ist nochmal so ein Bonus-Ding. Jage für die Inquisition, ich würde sagen 2. Und wir haben hier kein Weg hinaus. Kein Weg hinaus. Ist das dann quasi schon das Ende? So, ich komme dahin. Dieser Abschnitt des Hulks ist in Gefahr. Alles bricht zusammen.
Beim Zusammenbruch der Strukturen werden die Türen verriegelt. Wir müssen uns beeilen. Okay. Der Inquisitor hat in der Nähe einen besonderen Genestealer entdeckt, den Reaperfex. Nordwestlich von unserer Position, wenn wir die Kreatur fangen, müssen wir das schnell machen und die Türen verriegeln. Jawohl. Ja, ich würde dann hier erstmal einen Break machen. Und dann geht's am nächsten Mal weiter, indem wir den Reaperfex versuchen zu jagen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mir ein Like hinterlassen oder einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Ansonsten haut rein, Brüder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.